Frank Siebmann für eLearning Journal live von der LearnTech 2011 in Karlsruhe. Ja, eine ganze Menge, was wir für einen Tag so gelernt haben, und man denkt manchmal, da kommt nichts Neues mehr um die Ecke. Aber jetzt wollen wir Ihnen etwas vorstellen, das Sie auch noch nicht gehört haben. Agiles E-Learning. Was das sein kann, was dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Herrn Dr. Bender. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bender. Guten Tag. Herr Dr. Bender, wir sind jetzt hier zu Besuch bei Ihnen. Das ist Media Labor, nennt sich Ihr Unternehmen. Richtig, ja. Und Sie beschäftigen sich mit agilen E-Learning. Was steckt dahinter? Ja, dahinter steckt das Problem der Weiterbildungsanbieter, auch der Akademien, dass Content schnell veraltet, interaktiver Content aufwendig ist in der Erstellung. Die Zielgruppengenauigkeit und die Aktualität ist prekär. Das ist ein Problem, dem wir begegnen. Das hört sich gut an, aber wie funktioniert das? Agil heißt, ein E-Learning-Modul soll einfach anpassbar sein, nicht nur inhaltlich, sondern auch didaktisch. Wie ist das zu bewerkstelligen? Wir brauchen kleine Module, wir nennen das Mikromodule, und die Abfolge und Anordnung der Module ergibt im E-Learning die didaktische Struktur. Ein Einzelmodul, ein kleines Modul, ein Mikromodul ist leichter zu bearbeiten wie ein großes WBT von 2-3 Stunden Lernzeit. Das zeigt die Erfahrung, es sind viele Content-Projekte daran gescheitert, dass die Umfänge zu groß waren und ein Qualitätsmanagement irgendwann fast nicht mehr möglich war. Es ist ja ein altbekanntes Problem, dass Content schnell veraltet. Wie könnt ihr denn da genau ansetzen? Müsst ihr dann halt wirklich in dem Prozess, wenn die Lernbedarfe entstehen, dann schon mit begleiten, oder könnt ihr auch dann mit reparieren? Ja, reparieren ist das eine, aber wenn ein Lernsystem so aufgebaut wird, dass von vornherein dieses Agilitätsmoment, das heißt natürlich, dass beispielsweise Dozenten die Möglichkeit haben, Inhalte direkt zu editieren. Das, wir gehen weiter, wir versuchen die Wiki-Technologie in das E-Learning zu integrieren. Ein Wiki kann jeder Nutzer direkt bearbeiten. Das Qualitätsmanagement wird im Wiki durch die Community der Benutzer geleistet, mit hervorragenden Ergebnissen. Ne? Mhm. Wikipedia, die erfolgreichste Wissensplattform der Welt. Ja, okay. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, was Ihre Zielgruppe ist. Wer wendet das an? Wenn ich mich richtig erinnere, E.ON Akademie ist einer eurer großen Kunden. Wer spricht euch an? Wer arbeitet mit euch zusammen? Es sind Weiterbildungsanbieter, sowohl am Weiterbildungsmarkt als auch in den Unternehmen. E.ON Akademie ist ein Beispiel für E-Learning-Programme, die vor Jahren konzipiert und produziert worden sind und die noch heute erfolgreich im Einsatz sind. Es sind die international erfolgreichsten Programme der E-Learning, der E.ON Akademie. Und der Schlüssel dazu ist, dass wir nicht den ganzen Inhalt in das Programm reinpacken. Das ist zu langwierig und zu ermüdend. Sondern wir gehen vom sogenannten problemorientierten Zugang aus. Das heißt, wir haben den Inhalt, die Wissensstrecken quasi ausgelagert in die sogenannte Wissensbasis. Das ist das Hintergrundmaterial. Und im Programm drin sind die Übungen, die den Anwender vor das Problem stellen. Und er kennt den Inhalt, dann kann er es lösen. Oder er schaut den Inhalt nach. In einer sogenannten Wissensbasis oder im kommenden Projekt in einem interaktiven Lernmodule-Wiki. Mhm. Ihr unterhaltet ja auch eine Datenbank, eine Content-Datenbank. Contento ist der Name. Was ist Sinn und Zweck dieser Datenbank? Ja, Contento ist eine Webplattform, die zeigt, wie unterschiedlich und wie flexibel ein Inhalt, ursprünglich wurde er mit der Steinbergs Hochschule gemeinsam entwickelt, heute eingesetzt werden kann. In kleiner Granularität, als große Lerneinheiten, für unterschiedliche Zielgruppen. Wir schöpfen aus einer großen Content-Datenbank diese verschiedenen Versionierungen, die wir auf die jeweiligen Kundenprojekte dann anpassen. Wir sind ja jetzt hier im Jahr 1 nach Beck und Sommer sozusagen. Die Gründer, die vor 19 Jahren angefangen hatten, mit großen Weitsicht dieses Thema in einen Kongress und eine Messe zu gießen. Dieses Jahr hat Herr Professor Henning und Frau Eichler das Zepter übernommen. Was wünschen Sie sich von der neuen LearnTech?
Die neue LearnTech ist eine LearnTech, die sich modernisiert, und das sieht man an der Themenauswahl. Ich denke, es ist auch ganz hervorragend, dass die Eröffnungsveranstaltung jetzt hier in der Halle war, dass wirklich die Atmosphäre, der Flair auf eine Weise wieder da ist. Ne? Viele haben ja getrauert, dass die LearnTech umgezogen ist. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, man kann heute sagen, die LearnTech ist dabei, wieder das zu werden, was es sein soll, nämlich die Leitmesse im Bereich interaktiver Lernmedien. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Bender. Ja, Sie haben es gehört. Die LearnTech ist wieder das, was sie sein sollte. Die Leitmesse zum Thema E-Learning. So, jetzt haben wir schon nachmittags. Gleich ist 4 Uhr. 1, 2 spannende Projekte haben wir noch für Sie. Folgen Sie uns ganz einfach auf unseren Weg zu den interessanten Projekten. Wir sind jetzt gerade hier bei Contento Datenbank und spannendere Informationen bekommen. Bleiben Sie dran, Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2011 in Karlsruhe.